wenn ich einmal alt und weise bin und lauter Enkelkinder hab und die besuchen ihren Opa, die besuchen mich und wollen was übers Leben lernen. Und sie fragen mich, Opa, was ist eigentlich das Schlimmste, was einem Menschen auf der Welt passieren kann? Dann sage ich, Kinder, rotz einmal. Das eine Enkelkind sagt, ist es, wenn die Ehefrau einen verlässt? Sag ich, nein. Das andere Enkelkind sagt, ist es, wenn man die Arbeit verliert? Nein, ganz sicher nicht. Kinder, das Schlimmste, was auf der ganzen Welt jemals passieren kann, ist, wenn es in Dark Souls 1 bei dem depperten Mondlichtschmetterlingssatz, dann landet er endlich nach gefühlten 20 Minuten und ihr macht's nicht genug Damage, um ihn sofort zu killen und ihr müsst's tatenlos zusehen, wie er wieder in die Höhe steigt und ihr könnt's wieder 20 bis 30 Minuten warten. Danke für Nix from Software. Ja, kleiner Scherz zu Beginn, Leute. Aber genau um dieses Thema soll es heute gehen, denn letzte Woche haben wir uns meine absoluten 10 Lieblingsbosse angesehen und heute soll es um das Gegenteil gehen. From Software ist vor allem bekannt durch epische Bossfights, toll inszeniert. Man trifft in der Spielgeschichte fast auf keine besseren Bosse als wie auf die von From Software. Doch es gibt auch Ausnahmen. Es gibt im From Software-Universum richtig, richtig schlechte, nervige oder einfach nur unverschämte Bosse. 10 Bosse und ich würde sagen, Leute, starten wir direkt los mit Platz 10. Wandschirmaffen aus Sekiro. Ich liebe Sekiro und die meisten Bosse sind super. Das gilt nicht für die depperten Wandschirmaffen. Es ist ein reiner Gimmick-Fight. Und was macht man? Man jagt Affen durch ein riesengroßes Gebiet. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie unfassbar mich dieser Bosskampf genervt hat. Die Affen sind nämlich nicht deppert. Das eine Affen sieht recht gut, das andere Affen hört recht gut und eins von den depperten Affen ist unsichtbar. Und das weiß man zu Beginn aber nicht. Und das Witzige ist, der depperte Sau-Off huckt die ganze Zeit hinter dir. Na, du brauchst die zu Beginn eigentlich nur umdrehen und den zu töten. Wenn du die drei Affen gekillt hast, fällt dann noch der depperte unsichtbare Off. Und der ist den ganzen Kampf hinter dir. Der rennt dann noch, du siehst ihn aber nicht, das haben unsichtbare Affen so an sich. Dieser Boss nervt extrem. Es ist ein netter Gimmick-Fight, wo man einmal macht. Aber wenn man Sekiro öfter durchspült und man kommt zu den depperten Affen, dann muss ich wirklich sagen, das ist wirklich ein Boss, der was mir so am Zeiger geht, weil natürlich kann man ihn schnell besiegen, man kann eine Glocke aktivieren, dass der Affe mit dem guten Gehör nichts hört. Man kann auch ein Wasser aktivieren, damit der andere auf was weiß ich was. Ich hab das nie ganz verstanden, ich bin einfach deppert im Gras gerannt, bis ich irgendwann alle Affe umgebracht hab. Aber das Arschloch-Affe ist der Unsichtbare hinter dir, weil den siehst du einfach nicht. Darum Platz 10, einer der nervigsten Bosse der Spielgeschichte, die Wandschirmaffen aus Sekiro. Kennt ihr das, Leute, wenn man mit irgendwem chattet auf Social Media und man schaut sich die Profilfotos an und denkt sich, ja, das schaut eigentlich ganz gut aus, eigentlich ganz fesch. Und dann trifft man sie im Real Life und das Ganze ist eine Mischung aus Bully von Tölz und DJ Ötzi. Und sowas gibt's in Dark Souls 2 auch. Ich kann mich nur erinnern, wie ich das erste Mal im Schrein von Amana war. Das ist eins der besten und schönsten Gebiete aus Dark Souls 2. Und die ganze Zeit hört man dieses wunderschöne Gesinge von diesem Boss. Na, den ganzen Schrein von Amana hört man diese schöne Dame singen. Und da hätte er wirklich ein Boss gepasst zu diesem wunderschönen Gebiet, der was einfach diese Stimme auch hat. Und man nähert sich diesem Boss durch das wirklich schwere, aber schöne Gebiet. Und dann ist man endlich vor der Nebelwand, dann geht man durch und man erwartet sich alles, man erwartet sich wirklich die schönste Sängerin, was es gibt und das Einzige, was man kriegt, ist eine Mischung aus Vorhaut und Frosch, der was singt. Schircher geht's nicht, da hilft dir kein Fütter mehr, das ist mit Abstand
die größte Enttäuschung in meinem Liebesleben gewesen. Und das ist traurig. Wenn ich da die Nebelwand aufmache und ich denke mir, was ist da für eine Schönheit? Und dann hupft da diese Schwiegermutter daher. Dann kann man sagen, das ist eine Enttäuschung. Der Boss selbst ist gar nicht so schlecht. Ne? Das ist halt irgendein Standard-Random Dark Souls 2 Boss, wie so viele. Aber diese Enttäuschung, wie ich das erste Mal durch diese Nebelwand gegangen bin und dieses hässliche Wesen da gesehen habe, das werde ich nie wieder vergessen. Drum Platz 9, Demon of Song. Kennt ihr diese kleinen Süßigkeiten? Die habe ich in der Volksschule immer gegessen. Das waren so kleine Mushrooms, so, ja, Gummischwammerl. Das ist eine recht gute Süßigkeit, aber es ist nicht unbedingt ein guter Boss. Und somit sind wir bei Platz 8 angelangt, der himmlische Gesandte aus Bloodborne. Bloodborne ist mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Bloodborne hat für mich mit Ludwig, German, Orphan of Kos, Lady Maria für mich die teils besten Bosse der Spielgeschichte. Aber Bloodborne hat einen Boss, wo ich mir denke, was ist das? Was ist das? Und das ist der himmlische Gesandte. Es ist wirklich eine düstere Atmosphäre und dann betritt man den Bossraum und ein Haufen Gummischwammerl rennen daher. Ein Haufen Gummischwammerl rennen daher und einer von den kleinen Gummischwammerl ist der Boss. Und das wird dann ein großes Gummischwammerl. Und das ist der ganze Bossfight. Einfach nur schlecht designt. Die schauen auch richtig komisch aus. Ich finde, diese Wesen passen überhaupt nicht in Bloodborne rein. Der himmlische Gesandte ist die größte Witzfigur aus Bloodborne. Zum Glück kommt direkt danach Ebretas, Tochter des Kosmos, und das ist einer der besten Bosse aus Bloodborne. Aber der himmlische Gesandte, das Gummischwammerl, hat es bei mir auf die 8 geschafft. Oft, wenn ich so über FromSoftware nachdenke und über Miyazaki, dann schwelge ich so in die Gedanken und denke mir so, wie der Miyazaki die Bosse designt. Wie er da sitzt und zum Beispiel das Design für den Ludwig entwickelt oder das Design für den Sklavenritter Gale. Aber ich will nicht wissen, was der Miyazaki gesoffen hat, wie er die Haufen Rotzen da entwickelt hat. Und wie unbedeutend und schlecht dieser Boss ist, sagt schon mal, dass ich gar nicht mehr weiß, wie der heißt. Ja, man geht in diesen Raum. Es kommen einfach nur lauter Rotzen. Es kommen lauter Ratten. Und man denkt sich, was ist das jetzt? Es ist ein Boss. Es sind einfach lauter Rotzen. Kennt irgendwer von euch jemanden, der was das geil fängt, dass man gegen lauter Rotzen kämpft? Und das Gimmick ist, die Bossrotz, die Bossratte, die hat einen Irokesen. Wow! Die hat einen Irokesen. Und das ist der große Unterschied. Er nervt, er ist komplett unnötig, und wenn man irgendjemand von euch einen Menschen nennen kann, der aber sagt, ja, die Rotzen aus Dark Souls 2, das ist ein richtig geiler Boss, ne? Das ist richtig episch und da lauter so Rotzerl daherkommen und ein Rotzerl hat so eine geile Frisur. Also der Rotzenhaufen ist für mich einer der schlechtesten Bosse der Spielgeschichte und hat es verdient auf Platz 7 geschafft. Auf Platz 6, Leute, ist für mich der widerlichste Boss vom FromSoftware-Universum. Jedes Mal, wenn ich zu diesem Boss gehe, muss ich mich fast anspeien. Und ich rede von diesem perversen Großholz. Das fluchverderbte Großholz erinnert mich an irgendeinen alten, perversen Mann. Ich weiß nicht warum, das erinnert mich jedes Mal an irgendeinen alten, perversen Sack. Ja, der spreizt die Haxen und da hängen diese Eier raus und wir als Spieler haben keine andere Möglichkeit. Wir werden vergewaltigt praktisch, dass wir da zu diese Eier gehen und da drauf haben mit unserem Schwert. Und der Baum sitzt da, die Haxen gespreizt und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn ich ihm da auf die Eier schlage, dass er ihm taugt. Und jedes Mal wieder ist mir einfach schlecht bei diesem Bossfight. Ich fände den so widerlich. Ich versuche immer diese anderen Eier zu treffen rundherum von ihm, aber ich kann das Bild nicht vergessen. Es ist in meinem Kopf drinnen. Ich kann dieses Bild nicht vergessen, wo der mit den gespreizten Haxen da sitzt und er lässt die Eier raushängen und sagt praktisch,
komm, hau drauf. Das fluchverderbte Großholz ist einfach nur widerlich und ist zudem auch wirklich ein schlecht designter Boss. Mit Abstand der schlechteste Boss aus Dark Souls 3 und darum verdient in meiner Liste. Und jedes Mal, wenn ich zu diesem Boss gehe, habe ich noch an das Bedürfnis, dass ich mir einfach duschen gehe. Ganz, ganz lang duschen gehe. From Software hat es ja richtig drauf, dass sie Tiere sehr gut präsentieren. Na, wenn wir zum Beispiel aus Dark Souls 1 den großen grauen Wolf Sif hernehmen, einer der epischen Bosse aus Teil 1 von Dark Souls. Ja, wirklich ein wunderschön designtes Tier, epischer Bosskampf mit traurigem Ausgang. Und das gibt es bei From Software immer wieder. In Sekiro zum Beispiel der Löwenaffe, wirklich ein wuchtiger, brachialer, großer Gorilla, der was uns das Leben zur Hölle macht. Also From Software hat das schon richtig drauf, dass sie Tiere als Bosse richtig episch in Szene setzen. Allerdings, was haben sie sich gedacht beim königlichen Rattenprüfer? Als kleines Kind bin ich mal spazieren gegangen im Wald mit meiner Mama. Und wir haben von Weitem schon so einen Verwesungsgeruch wahrgenommen. Und irgendwann haben wir da so ein totes Tier gefunden. Es hat 40 Grad gehabt. Und es war voller Maden. Richtig ein widerlicher Anblick. Und genau so schaut dieses Viech aus. Also, das schaut so aus, wie wenn es den Sif durch einen Fleischwolf drast. Der königliche Rattenprüfer ist einer der schlecht designtesten Bosse, die was ich jemals gesehen habe. Man kommt in diese Bossarena und das Schlimmste ist, es greifen einfach vier solche Toxic-Affen an. So kleine Toxic-Ratzerl. Und die sind eigentlich der wahre Boss, weil wenn man den nicht rechtzeitig wegbekommt, dann bist du mit Toxin vergiftet, dann kommt du dieses verweste Rotzenviech runter und macht dir das Leben dann zur Hölle. Der Boss ist einfach nur katastrophal. Na, er ist nicht schwer, weil wenn man die vier giftigen Ratzerl wegmacht, dann kämpft man gegen diesen Hund. Ja, es ist eigentlich ein Hund. Bitte hör auf, dass du ein Rotz sein wirst. Du bist ein Hund. Warum gibt es dich? Warum darfst du existieren? Was soll das? Wer von From Software hat das wirklich bestätigt und gesagt, ja, passt, der königliche Rattenprüfer ist ein geiler Boss, da damals so kleine vier Affalene, die vergiften dir ein wenig, sind richtig nervig und dann haben wir so richtiger schier designtes, verwestes, nasses Hundsviech ober und das macht das Leben dann zur Hölle. Passt, mir sag ich, Stömpi drauf, ab in die Produktion. Also ich muss wirklich sagen, königliche Rattenprüfer, ganz, ganz schlechter Boss, verdient auf Platz 5, Leute. Auf Platz 4 habe ich die Turm-Gargoyles aus Dark Souls 2. Dieser Boss ist einfach nur eine Frechheit. Das ist einfach nur Unverschämtheit. Das ist eine komplette Kopie eines kopierten Bosses. Denn in Dark Souls 1 gibt es ja diese zwei legendären Bell-Gargoyles. Na, die sind schon ein bisschen kopiert von Demon's Souls, von den Man-Eater. Aber Dark Souls 2 treibt das Ganze auf die Spitze. Es ist haarscharf dieselbe Boss-Arena. Nur statt zwei Gargoyles kommen sieben. Das Ganze ist einfach nur unfair, unübersichtlich, Masse statt Klasse. Die Turm-Gargoyles aus Dark Souls 2 sind eine Frechheit für jeden Souls-Fan. Und ich muss sagen, die machen mich richtig aggressiv, weil einfach nur faul einen Boss recyceln. Und einfach sagen, wie können wir den schwerer machen? Ich hab's, wir packen einfach 7 drauf, sodass der Spieler im langsamsten Spiel der Welt, Dark Souls 2, wo man für einen Schluck aus der Estus-Flasche so lang braucht wie der Frodo nach Mordor, da packen wir 7 oder 8, was weiß ich, wie viel das waren, Gargoyles rein, die was einfach komplett unübersichtlich herumsprühen, herumschlagen und du mit dem langsamsten Charakter der Welt sollst die irgendwie besiegen. Die Turm-Gargoyles aus Dark Souls 2 sind der erste von 2 Bossen in der Liste, wo ich sage, das ist eine Beleidigung für die Souls-Fans. In Teil 1 war das nur legendär. Ne? Das ist einer der legendärsten Bosse aus Dark Souls 1. Die Turm-Gargoyles waren die erste richtige Prüfung damals. Im Jahre 2011 war das alles nur ein bisschen schwerer. Das darfst du nicht vergessen. Aber die Turm-Gargoyles aus Dark Souls 2 sind einfach nur Frechheit. Musik.
Auf Platz 3, Leute, da habe ich den vermutlich schlechtesten Boss, wenn man alle Souls-Fans auf dieser Welt fragt. Wir reden natürlich vom Chaoswesen von Aizalith. Das Chaoswesen von Aizalith ist einer der schlechtesten Bosse der Spielgeschichte. Es ist ein Meme, es ist ein From-Software-Meme. Alle Leute sagen, das Chaoswesen von Aizalith ist der schlechteste Boss der Spielgeschichte. Und ich gehe sogar so weit und pack in Platz 3 die ganzen Lava-Bosse aus Lost Aizalith. Na, sei es dieser Centipede-Dämon, sei es der Asyl-Dämon 3.0 in Feuer-Variante, sei es der Lavastrom-Dämon. Alle diese Bosse sind designtechnisch eine absolute Katastrophe. Aber ich bin ein bisschen gnädig zu diesen ganzen Feuermissgeburten da unten. Ja klar, sie schauen aus wie Playmobil-Figuren und sind designtechnisch Augenkrebs im Endstadion. Aber das Ganze hat einen Grund und das wissen die wenigsten nicht. Jeder, was Dark Souls 1 gespielt hat, weiß, dass der erste Teil vom Spiel mit Abstand eines der besten Level-Designs, wenn nicht das beste Level-Design der Spielgeschichte hat. Dark Souls 1 liebe ich abgöttisch. Und sobald man nach Lost Aizalith kommt, in die Lava-Welt, sobald man da hinkommt, ist einfach Dark Souls 1 nicht mehr Dark Souls 1. Und das hat diesen Grund gehabt, dass Sony damals From Software Druck gemacht hat. Sie müssen fertig werden mit Dark Souls. Sie müssen das fertig bringen. Und ja, das ist dann das, was rauskommt. Und für das bin ich heute nur Sony sauer. Denn From Software hat keine Zeit mehr gehabt, das zu designen. Und das kennt man in jeder Ecke von diesem Gebiet. Na, da gibt es dieses Gebiet, wo lauter solche abgeköpften, fetten Playmobil-Dinosaurier stängern. Das ist einfach unfertig as fuck. Lost Aizalith ist traurig. Lost Aizalith tut mir im Herzen weh. Die Bosse sind furchtbar designt. Und Miyazaki selbst hat gesagt, dass das Chaoswesen von Aizalith niemals so fertig werden hätte sollen. Drum ist bei mir nicht Platz 1, auch nicht Platz 2, aber die ganzen Lava-Bosse da unten, die muss man erwähnen, das sind furchtbar schlechte From-Software-Bosse. Darum Platz 3, alle diese Lava-Missgeburten. Auf Platz 2, Leute, und das war jahrelang, jahrzehntelang mein Platz 1. Ich rede vom Drachentöter aus Dark Souls 2. Es ist der Ornstein. Es ist tatsächlich der Ornstein. Einer der ikonischsten, besten und legendärsten Bosse aus Dark Souls 1. Ornstein und Smaug sind für mich persönlich der ikonischste, legendärste Boss der From Software Geschichte. Es gibt nichts, was ich so mit From Software verbinde, wie Anor Londo und Ornstein und Smaug. Ich liebe Ornstein und Smaug, ich liebe Anor Londo, ich liebe die Musik bei dem Bosskampf. Es ist einer der besten Bosskämpfe aller Zeiten. Und ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen, dass ich Ornstein und Smaug nicht in meine Top 10 Lieblingsbosse gesetzt habe. Ich habe es ein bisschen vergessen letztens. Die sind nämlich definitiv dabei und spielen ganz oben mit. Da passt alles. Was From Software da in Dark Souls 2 gemacht hat, ist für mich die größte Beleidigung für einen Souls-Fan. Ja? Sie haben einfach Smaug weggelassen und haben da Ornstein in liebloser, abgeschwächter Variante reingepflanzt. Und mir ist auch die Lore dahinter komplett egal. Das Ganze nimmt so richtig, aber so richtig die Magie aus Teil 1 raus. Zum Glück ist Teil 1 so stark und so gut, dass mir dieser Boss egal ist. Er existiert für mich nicht im From Software Universum. Es ist einfach nur eine Frechheit, wenn man gegen diesen Drachentöter kämpft. Ne? Denn er hat komplett dasselbe Design. Ich weiß nicht, soll das der Ornstein sein oder soll das ein Bruder von ihm sein oder soll das eine Schwester von ihm sein. Es ist mir auch komplett egal und ich will es ja gar nicht wissen. Man kann keinen Boss da reinsetzen, der was Drachentöter heißt, ausschaut wie der Ornstein und ihm einfach diese ganze legendäre Magie nimmt. Wer sich ein bisschen mit der Lore auskennt von Ornstein, der weiß, dass er mit Artorias einer der Ritter von Gwyn war. Und dann kommt doch in Dark Souls 2 diese Beleidigung. Und darum wurde für mich immer auf Platz 1. Der Drachentöter aus Dark Souls 2 bekommt von mir 0,0 von 10 Punkte und ist wie gesagt die größte Beleidigung an jeden Dark Souls 1 Fan, an jeden From Software Fan. Platz 1.
Na, ich glaube, alles ist gesagt. Na, mein Rage-Video ist das mit den meisten Aufrufen auf meinem Kanal und das ist für mich die neue Nummer 1. Das Godskin-Duo ist der schlechteste, nervigste Boss, den was ich jemals bekämpft habe. Na, und jedes Mal wieder, wenn ich Elden Ring durchspiele und ich komme zum Godskin-Duo, ich schaffe es nicht, dass ich ruhig bleibe. Der Blade regt mich jedes Mal aufs Neue auf. Und letztes Mal habe ich den schlimmsten Tod gehabt. Und das ist nur schlimmer, als wie die Perversität vom fluchverderbten Großholz. Wenn man schon gegen diesen Bladendeppen da kämpfen muss, ist doch der schlimmste Tod, wenn er die mit seiner fetten Wampe da schlockt. Da bin ich durchgedreht. Ne? Er kann mich von mir aus mit seinem depperten Degen umbringen. Er kann mich überrollen. Aber er braucht mich bitte nicht mit seiner fetten Wampe da schlagen. Blader, das geht zu weit. Ne? Kennt ihr Scary Movie 3? Wo sie das Ring-Video verarschen und da dreht sie dann einer mit dem Sessel. Ja, genau an das muss ich jetzt mal denken, wenn der Blade da seine Rollaktion startet. Der Boss bringt mich jetzt mal wieder zum Ragen und eine Szene, Leute, kann ich euch nur erzählen, die was mich zum Durchdrehen bringt bei dem Boss. Die was mich ausflippen lässt. Jedes Mal, wenn ich stirb und der Depperte schaut mich so an. Ganz kurz bevor der Ladebildschirm kommt, bewegt er sich noch weg. Und das triggert mich. Das triggert mich einfach enorm. Immer wenn man stirbt, steht da, du bist gestorben, der Blade schaut auf die Obi und eine Sekunde vor dem Ladebildschirm dreht er sich weg. So auf gut Deutsch, ich schau dich bis zum Schluss an. Schau mich du auch bis zum Schluss in meine schieren Augen. Und bevor der Ladebildschirm kommt, dreh ich noch meinen Rücken zu dir, damit ich dich noch mehr demütige. Ich stehe in der Arbeit und ich kriege eine Wut, wenn ich an den sein Wampen denke. Und das Ganze sagt mir, es gibt für mich keinen Boss auf der Welt, der was mich mehr nervt, als wie das Godskin. Du, mir tut der Dünne schon ein bisschen leid, weil der Dünne ist mir eigentlich ziemlich egal. Mir geht's nur um den Bladen. Mir geht's nur um den Dicken, der geht mir am Arsch. Und für mich war es einfach ein wunderschöner, versöhnlicher Abschluss, wie das Godskin-Duo auf Level 1, No Damage, Parry Only besiegt habe. Und das Ganze war noch schöner, weil den fetten Servampen aus dem Leib pariert habe. Der Dünne hat gar nichts da brauchen. Ich habe mich nur auf den Bladen konzentriert. Und wir haben uns das ausgemacht und wir haben uns ausgeredet. Ich habe meinen Frieden mit dem Godskin-Duo geschlossen. Es bleibt für mich dennoch für immer der schlechteste und nervigste From-Software-Boss. So Leute, und das waren meine 10 schlechtesten From-Software-Bosse aller Zeiten. Bosse, die was mich nerven, Bosse, die was einfach nur schlecht sind und Bosse, was einfach nur eine Beleidigung für den Spieler sind. Wenn ihr nicht der Meinung seid, kann ich das absolut verstehen, es ist meine persönliche Meinung. Aber mich würde es interessieren, was eure Meinung ist. Was ist eurer Meinung nach der schlechteste From-Software-Boss aller Zeiten? Lasst es mir gerne in die Kommentare wissen. Verzeiht mir ein bisschen mein Rage. Heute war keine Zeit für Liebkosungen in From-Software-Hinsicht. Heute war Zeit, um ein bisschen den Frust abzulassen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns zum nächsten Livestream oder zum nächsten Video. Euer Jack FromSoft.